Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zum Montagstipp. Hier dreht sich alles um die kleinen Tipps und Tricks, die das Leben schöner und einfacher machen. Wenn du neu auf meinem Kanal bist, herzlich willkommen. Ich freue mich total, dass du mich gefunden hast. Und natürlich würde ich mich noch viel mehr freuen, wenn du mir ein Like hinterlassen würdest und am besten gleich den Kanal abonnierst. Das wäre total klasse. Heute möchte ich euch eine DIY-Haarkur vorstellen, die man super schnell und einfach selber herstellen kann. Und gerade jetzt in der kühleren Jahreszeit ist die super bei strohigen und trockenen Haaren. Vor allen Dingen da auch für die Längen und die Haarspitzen finde ich die klasse. Und die Zutaten, die hat eigentlich wohl jeder in der Küche. Denn das Rezept ist super simpel. Ihr nehmt einfach einen Esslöffel Olivenöl. Ihr könnt aber auch erwärmtes Kokosöl nehmen. Das finde ich zum Beispiel für meine feinen Haare besser, weil das ein bisschen leichter ist als Olivenöl. Dazu kommt dann ein Esslöffel Honig und ein rohes Ei. Und das mische ich dann alles in einem Schälchen zusammen, bis das eben eine homogene Masse ergibt. Und trage das dann in die zuvor gewaschenen Haare auf und konzentriere mich eben vor allen Dingen auf die Längen und die Haarspitzen. Seid aber ein bisschen vorsichtig, denn die Kur ist echt sehr flüssig und kann dadurch beim Auftragen wirklich kleckern. Also am besten in der Dusche oder in der Badewanne auftragen. Und wie gesagt, ich verteile das dann vor allen Dingen in den Haarlängen und stecke die Haare danach hoch. Wer die Sache intensivieren möchte, der kann tatsächlich auch noch eine Plastikhaube aufsetzen. Und lasse dann eben die ganze Sache, ja ich sag mal so 30 Minuten einwirken. Danach wasche ich dann alles mit warmem Wasser aus, aber bitte nicht zu heißes Wasser nehmen, denn ihr könnt euch denken, das Ei stockt sonst und dann habt ihr unschöne Eireste im Haar, das will ja kein Mensch. Wer jetzt meint vielleicht, dass das Öl ein bisschen zu reichhaltig ist, der kann die Kur auch mit einem milden Shampoo auswaschen. Wie gesagt, ich mache das manchmal auch, wenn ich Olivenöl nehme, dann muss ich das machen. Aber ansonsten, wie gesagt, normalerweise reicht dann auch warmes Wasser. Und die Kur macht wirklich sehr schön geschmeidige Haare. Die sind sehr schön durchfeuchtet und sehen super gepflegt aus. Ich finde, das ist also wirklich eine super DIY-Kur für zwischendurch, finde ich total klasse. Probiert es doch einfach mal aus und schreibt mir in die Kommentare, ob es bei euch auch so gut funktioniert hat. Und ich hoffe, euch hat dieses kleine Video gefallen und ein bisschen weitergeholfen. Und wir sehen uns bei meinem nächsten Video. Und bis dahin, tschüss!